Wäre natürlich aber besser, wenn sie gut laufen. Monster RP. Kein grünes Mana. Und dann halt sehr teure Sachen. Ich glaube, das Mulligan wir mal. Gegner geht auch runter. Das ist in Ordnung. Jetzt nicht sonderlich geil, aber in Ordnung. Wir brauchen ein, zwei Länder mehr. Wir haben halt gleich eine 3-3 Wachsamkeit. Trampel. Schon mal in Ordnung. Ah, dieses Drecksvieh, ne? Oh oh. Ich hätte gern extra Länder noch. Wir haben jetzt nur noch gleich 5 Drops und 6 Drops auf der Hand. Greifen wir mal an. Der hat wahrscheinlich Sure Strike oder was? Ne, hat er nicht. Okay, dann spielen wir noch einen. Zwei Menace. Okay, ich will aber keinen Haste geben. Sehr gut. Das Land. Oh, Moment. So. Wir greifen mal erstmal an und den, mit dem er nicht tradet, den gehen wir dann nach dem Combat. Ja. Okay, nicht angegriffen und nicht geblockt. Das war dann irgendwie ein Fehler von ihm. Okay. Ja, machen wir mal so. Okay. Jetzt macht er allen einen Schaden. Oder auch nicht. Okay. Greifen wir mal nur mit der 3-3 an. Wir wollen jetzt nicht unbedingt traden. Jetzt nicht gerade der beste Draw, wenn wir nur was mit 3 Power auf dem Feld haben. Ein paar Länder wären gut. 3-3 Haste. Da müssen wir blocken. Ein schöner Mord. Machen wir mal keine Attackers, nehmen uns End of Turn. Das ist ein Schamel wieder auf die Hand. 2-2. Na, müssen wir jetzt 5 nehmen. Ist echt ungünstig. Schon wieder kein Land. Zumindest halten wir jetzt die beiden Two-Power-Dudes zurück. Langsam wird's eng. Langsam wird's wirklich eng. Wir sind auf jeden Fall tot. Wir sind auf jeden Fall tot. Schade. Da kam das Land dann ein Ticken zu spät. Ah, wir hatten halt genug Runden, um irgendwie was nachzuziehen, aber...
Naja. Vielleicht war der Keep ja auch greedy. Aber ich glaube, mit 5 Karten wäre es auch nicht viel besser geworden. Das ist in Ordnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben immer zu wenig Länder in den Decks drin. Das Skeleton. Good card, good card. Eins, eins, zieh eine Karte. Ja, uns fehlen gefühlt schon wieder Länder. Ist die Frage, wollen wir? Ja, wir wollen angreifen. Ich meine, der hat eine Karte gezogen und der also kommt halt einfach aus dem Friedhof wieder. Aber gegen den Fliehenden können wir sonst nichts machen. Außerdem hat der Gegner auch eh keine Lust gehabt zu traden. Was ich eigentlich nicht verstehe. Aha. Wenigstens ein drittes Land. Auch wenn es noch ein blaues ist. Genau das, was wir nicht brauchten. Jetzt fehlt uns das zweite Schwarze. Jetzt kann er einfach blocken. Okay. Hätte einfach blocken können. Achso, die war gebuggt, die Karte, ne? War das nicht so? Die war gebuggt. Wenn ich mich recht erinnere. Okay, er hätte halt blocken können und den direkt einfach wiederholen können. Aber er wollte eher den 3-2er spielen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber mit dem traden wir jetzt. So, wenn wir jetzt noch ein Land ziehen würden, dann wäre das super. Jawohl, so wäre das schwarze Land. Dann spielen wir erstmal... Ne, wir spielen erstmal den... Das Orakel, weil das zieht uns auch direkt noch eine Karte. Und wenn der Gegner einen Removal-Spell hat, dann soll er lieber den removen als den. Oh, da haben wir gleich auch noch den Fliegenden. Der hat viel Kleinscheiß. Alles nur 1-1er. Dafür ist wahrscheinlich nur mit dem 1-1er an. Und mit dem, okay. Da blocken wir mal mit dem. Kostet ihn extra Mana. Und 2 Schaden. Ist jetzt auch nicht so krass. Okay. Ich spiele also ganz, ganz viel kleinen Scheiß. So, jetzt sind wir erstmal safe. Auf 19 Leben noch. Selbst wenn er uns alles zerstört, hat er nur 4 Schaden auf dem Feld. Was jetzt nicht weiter schlimm ist. Okay. Der blockt den. Der blockt den. Den Skelett kann er sich zwar immer wiederholen, aber ist immer noch besser, als wenn er, wenn der Dissenter kommt und er einen 2-2er-Token kriegt. Genau, und davor hatte ich nämlich Angst, dass er den auf den Dissenter spielt. Der Dissenter tötet unseren, kriegt einen Token und bringt den Dissenter wieder rein. Oh. Okay. Immer wieder den Dude, der zieht uns nämlich eine Karte. Wir haben jetzt 2, ja. Wir probieren das jetzt einfach mal, ob es diesmal funktioniert. Ich würde gerne den und den wiederholen. Ah, diesmal hat er sogar wirklich beide wiedergeholt. Und was wollen wir abwerfen? Ja, Removal Spells sind eigentlich gut. Eigentlich brauchen wir das Orakel nicht. Also,
zieh, nimm zwei aus dem Friedhof wieder, werf einen direkt wieder ab. Also eigentlich war es zwei Mana, nimm dir einen aus dem Friedhof wieder. Was auch okay ist. Jetzt packen wir mal den 1-1er. Weil wir da irgendwann auch durch müssen, wir können uns nicht immer schlagen lassen. Greifen wir mal zurück an. Und dann spielen wir so, dann halten wir uns nämlich den Mord noch offen. Wir kriegen wieder drei Leben wieder, der Gegner ist nur auf 6. Wir haben noch den Mord offen. Also soweit eigentlich alles gut. Jetzt quasi noch zweimal mit dem Fliegenden angreifen. Also wenn er jetzt irgendwas Dickes spielt, können wir es einfach umballern. Auf dem Boden hat er jetzt halt einen Blocker, den er sich immer wiederholen kann, aber ich denke, wir greifen trotzdem an, weil das kostet ihn dann halt Mana, dass er jede Runde ausgeben muss. Das ist ein komischer Zombie. Ohne Unterkiefer. Was tut er? Der ist gut. Gibt Zombies und Skeletons. +1/+1 und Death Touch. Hat aber nicht angegriffen. Okay, dann töten wir den einfach direkt mal wieder. Spielen wir jetzt nicht auch noch dazu, weil wir eh schon genug Karten haben. Ich denke, wir greifen erstmal an. Bitte 3-4, gucken, was er tut, aber blockt. Achso, eigentlich wollen wir mit der 4-5 auch mit angreifen. Egal. Dann ja, so und so. Am nächsten Runde können wir +1/+1 verteilen und unseren Kreaturen fliegen geben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ziehen wir weiter Karten. Einfach mal weiter. Immer rein da. Weil es war kein guter Trade für uns, aber war in Ordnung. Schieben wir den Archer. Der schießt den Flieger aus der Luft. So, und der Gegner hat halt nur noch 9 Leben. Hat zwar halt jetzt ein paar Jump-Blocker, auf denen er wiederholen kann immer, aber halt, das reicht halt nicht für unsere Kreaturen hier. Und wir haben immer noch einen Removal-Spell. Okay. Ist auch nicht weiter schlimm.
Kann ich einfach wieder removen. Der Token tradet halt jetzt gegen die 4-2. Hätten wir uns im makabren Walzer besser aufgehoben. Ah, komm, wir spielen das eh. Wir haben noch 15 Karten. Bis wir durch die 15 Karten durchgezogen haben, haben wir höchstwahrscheinlich gewonnen. Wir drücken jetzt einfach ein bisschen Pressure, ziehen extra Karten. Und wenn wir es halt eh nicht schaffen, mit unserem ganzen Deck ihn zu töten, dann ist eh witzlos. Er hat wirklich nicht mehr viele Karten. Kann eine Kreatur zerstören, von einem Blocker getappt ins Spiel bringen. Hat nur noch 9 Leben. Wir ziehen jetzt jede Runde 3 Karten. Er hat nämlich nur noch eine Karte. Und keine mehr. Jetzt kommt der Chip Player, you may draw a card. Okay. Ah, ich ziehe gar keine 3 Karten, weil er den mit 4 Power getötet hat. Trotzdem muss er jetzt blocken. Ist die Frage, ob wir mit dem mit angreifen. Der wird halt einfach gefressen. Dafür kommen dann aber 3 Schaden durch. Nee. Machen wir so. Den kann er so blocken, den kann er so blocken. Dann kann er sich den am Ende wiederholen. Gucken wir mal, wer besser topdeckt. Wenn wir eine Kreatur von uns topdecken, die 4 oder mehr Stärke hat, dann ist eh GG. Ah, noch mehr Blocker. Mal eben 4 Karten ziehen. Kann man sich mal gönnen. Oh, Trample ist gut. Trample ist sehr gut. Karten haben wir noch, ne? Ja. Ja, wir spielen noch den Rex Sage. Weil ab jetzt jede Kreatur liefert ist quasi. Geht mir noch ein Leben. Nächste Runde ziehen wir 3 Karten. Haben wir 5 Karten noch über. Sollte eigentlich laufen. Genau. Perfekt. Eigentlich doch, wir haben eigentlich genug dicke Kreaturen. Dass wenn wir unser ganzes Deck ziehen, dass wir den Gegner platt machen, bevor wir uns selber totgezogen haben. Das sollte nämlich eigentlich alles laufen. Opponent goes first. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wow. Kein schwarzes Mana. Nix unter 5. Gegner fängt an. Können wir eigentlich nicht halten. Kein grünes Mana. Aber sobald wir ein grünes Mana ziehen. Scheiße, das war kein grünes Mana. Sieht die Hand stabil aus. Child of Night. Scheiße. Oh ja. Der ist ziemlich geil. Vor allen Dingen gegen das Child of Night. Das ballert das einfach um. Uns fehlt halt jetzt noch ein Land dafür. Der ist aber schon wieder kommen. Der hat halt wieder die Kurve des Todes. Aha, grünes Mana. Erstmal spielen wir Skeleton Archer, weil der macht das Child of Night platt und tradet gegen den Skeleton Archer vom Gegner.
Du hast nur noch 9 Leben. Kriegen 2 später wieder. Und der dann stirbt. Und der tradet auch gegen die 3-2, solange er jetzt nicht noch einen Skeleton Archer hat. Ja, ja. Langsam wird's eng mit den Leben. Hand auf der Hand. Ja, damit sind wir tot. Muss nächste Runde nur noch das kontern, was wir spielen, falls wir überhaupt was spielen können. Und dann ist vorbei. Oh, 5 Mana Draw 2 Cards. Nicht schlecht. Ja. Er wird jetzt gekontert. Und dann sind wir tot. Wenn nicht, wenn er nicht gekonnt wird, ist es ziemlich geil, weil dann machen wir den Manalith von ihm kaputt und der Trade gegen die 3-2. Aber hatten wir uns schon gedacht. Tja. Ich weiß nicht, irgendwie hatten wir immer zu wenig Länder. Kann auch an meinen Keeps liegen. Aber ich bin halt, also ich würde da schon vertreten, dass sich die Hände jeweils nicht gelohnt haben, auf 6, auf 5 runterzugehen. Noch das Pack auf. Battlefield Recharge Count das auch nicht. Destroy Target Creature. Also, kriegt eine 2-4 Ox-Kreatur. Okay. Ja. Dann, ist das so.